Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 17.01.2020. Damit dann auch Verfallstag im DAX. Das heißt, 13 Uhr verfällt so. Ja, verfallen im DAX die Option. Könnte sein, dass der Kerl dann mal ein bisschen, ja, den Stock aus dem Hintern zieht. Das ist ja momentan ja gar nicht. Es ist ja schon nicht mehr lustig, ne? Also, auch wenn wir hier so ein bisschen unsere Späße drüber gemacht haben und gestern ja auch gesagt haben, Mensch. Das riecht eher mehr danach, wie als wird der Donnerstag ein bisschen widerlich, ein bisschen stänkerig, wie als macht der DAX hier irgendwelche Schandtaten. Ist es gar nicht so katastrophal geworden, wie ich das eigentlich habe kommen sehen. Ne? Wir haben ja hier deutlich aggressivere Szenarien durchgesprochen, von Runde auf 300 und wieder zurück. Gucken wir uns an, was er gemacht hat. Können wir mal zusammenfassen. Drei Buchstaben N-I-X. Ich weiß, das Wort schreibt man anders, aber das war nix. Ne? Bäh. Dafür gibt es keine Bonuspunkte, Kumpel. Muss bloß aufpassen. Gefühlt laufen die Amerikaner extrem stark. Haben einige jetzt gefragt, auch bei uns im Dienst, ob denn der DAX das dann irgendwie aufholt oder so. Vorsicht! Vorsicht, Freunde! Vorsicht! Das ist ein heißes Ding. Wenn wir anfangen zu denken und nicht zu schauen. Grundsätzlich analysieren wir reinen Markt, den wir dann auch traden. Na klar, kann ich mir irgendwo was herziehen. Ich kann mir auch eine Apple daneben legen und sagen, na, wenn die Apple weit gestiegen ist, wird der DAX irgendwann auch steigen. Ich kann alles vergleichen. Ich würde davon persönlich abraten. Ne? Die Amerikaner sind die Amerikaner. Die haben ganz andere Investitionsstrukturen. Die haben ganz andere Leute, die da reingehen. Die haben ganz andere Mentalität beim Kauf von Aktien. Der DAX ist der DAX. Mit allem, was dranhängt, inklusive der deutschen Bevölkerung, inklusive der deutschen Regierung und inklusive allem, was in Europa verbockt wird. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden oder irgendwie anti-europäisch rüberkommen, bin ich eigentlich nicht. Ich will bloß klar machen, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Na, wenn man mal die Performance gegenüberlegt, muss man nämlich sogar auch festhalten, dass der DAX in solchen Bewegungen hier deutlich den Dow Jones auch mal outperformt hat, der nämlich in solchen Phasen gar nichts gemacht hat. Na klar wirkt es dann jetzt so, wenn der Tag für Tag jetzt nach oben durchzieht, wie als ist der DAX hier der größte Loser und Versager. Wenn man mal aber so Anfang 2019 nimmt, ne, und die beiden mal übereinander legt, das kann man zum Beispiel bei TradingView recht schön machen, sieht man, dass die gar nicht so weit auseinander liegen, dass der DAX dem Dow Jones sogar ein bisschen voraus war. Wenn man 2019 als Beginn nimmt, wenn Sie die Allzeithochs im Blick haben, wissen Sie, dass es nicht ganz passt. Aber ich möchte eines eben rausstellen, und das ist dieses selektive Gefühl, diese Wahrnehmung, dass das eine sich nicht bewegt, während sich das andere bewegt. Glauben Sie mir, ich kann Ihnen noch Lieder davon singen, wo die Kunden oder sage ich mal, die Leute, die bei uns im Dienst waren, im Dow Jones unbedingt long wollten, weil der DAX so gut gelaufen ist. Ja, und im Dow Jones Longs aufgebaut haben, weil sie gesagt haben, der Dow Jones musste dann mal den DAX einholen. Ne, das ist Pustekuchen, machen die nicht. Na, das ist was relativ lange braucht, was sich schon irgendwo ausgleicht, aber nicht immer, weil der eine hochgelaufen ist und der andere dann schneller hochgeht. Manchmal bleibt der eine auch stehen und wenn der eine hochgegangen ist, kommt der dann wieder runter. Dann sind auch wieder beide etwa auf gleichem Performance-Niveau. Ne? Also nicht. Ich rate davon ab, zu sagen, dass eine das andere bedingen muss. Ich bin dabei, dass wir sagen können, wenn der DAX denn irgendwann mal die 485, 500 überwindet, er natürlich ein Long-Signal setzt, ein Kaufsignal. Und das kann dann hochgehen. Aber ich würde das Kaufsignal nicht handeln, weil die Amerikaner Allzeithochs machen und Kaufsignale machen, sondern weil der Markt hier ein Kaufsignal macht. Dafür machen wir Chartanalyse und dafür analysieren wir auch den Wert, den wir hier anschauen. Ich bin da absolut kein Freund von Vergleichen. Ich weiß, das machen ganz, ganz, ganz viele. Ich mag das nicht. Ne? Ich sehe auch bei denen, die das machen, eher öfter, also das, die Kollegen, von denen ich weiß, dass sie 100% erfolgreich handeln. Die Leute bei mir im Dienst, wo ich weiß, die erfolgreich handeln. Die Leute, die bei den Seminaren waren, wo ich weiß, die machen ihre Rendite. Die kriegen ihre Performance rein. Ist keiner dabei, der sagt, der geht irgendwo long, weil was anderes sich bewegt hat. Keiner. Da ist keiner dabei, der irgendwo im DAX long reingeht, wenn das Gold fällt. Da ist keiner dabei, der was im Euro-US-Dollar macht, weil der DAX was gemacht hat. Keiner. So, nun kann man sagen, gut, ich kenne vielleicht die falschen Leute. Oder man sagt, vielleicht ist aber auch ein bisschen was dran.
Na, sondern die, wo ich weiß, die machen ihr Ding. Das sind die, die ihr Setup handeln. Und Setup heißt, ich gucke in meinen Markt und ich gucke, was der macht. Und dann handle ich den. Und wenn ich bei den Amerikanern was sehe, wenn ich sehe, dass die fallen oder was, dann shorte ich doch die und nicht den DAX, weil der dann auch fallen soll. Ne? Also das ist was, da reibe ich mich immer sehr, 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 sehr. Auch in Communities reibe ich mich da sehr, weil diese Meinung so vertreten ist. Ich will nicht sagen, dass die nur unter Verlierern vertreten ist, das will ich nicht sagen. Es mag Leute geben, die damit gut fahren. Ich kenne keinen und ich kenne sehr, sehr, sehr viele Leute und deswegen kann ich nur immer wieder davon abraten. Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Ich mache es auch bewusst nicht. Ne? Wir machen bewusst eben keinen Dow Jones daneben und sagen, der DAX muss deswegen das machen, weil der Dow Jones das macht. Machen wir bewusst nicht, weil es öfter eben auch nicht klappt, als dass es klappt. Na, und von daher, das einfach von mir mit dazu. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich den einen oder anderen da vom Kopf stoße, weil die sehr glücklich damit sind, das zu machen, weil sie etwas haben, an das sie sich festhalten können. Wenn sich das eine bewegt und sich dann das andere auch bewegen muss, das macht im Kopf einfach Sinn. Ne? Im Trading-Ergebnis, meine Meinung, eher hinderlich. Es hindert die falschen Trades, die richtigen Trades an der richtigen Stelle zu machen. Ist meine persönliche Meinung. Gut, also, Punkt. Haken dran. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so abgerutscht bin, aber ich habe das jetzt so oft gehört, ich wollte einfach auch nochmal das zu sagen, weil das ist einfach auch ein wichtiges Thema. Ne? So, wir haben jetzt hier eben die Kaufsignalzone, wenn wir 485, 500 schaffen, schafft der DAX irgendwann das mal, kann er sich ein Long-Signal machen. Vorsicht, wenn er das nicht packt, dann zähle ich ihn an. Und nicht nur bis 300, dann zähle ich bis 1,70 an. Ne? Also wenn er das jetzt vermasselt, das steht ja nun direkt davor. Gucken Sie mal, Aufwärtsgap gekommen, angerissen, neues Tief unter dem gestrigen und dann trotzdem im Tagesplus beendet. Das ist ein guter Konter. Das ist eine schöne Chance, um sich zum Freitag mal oben rauszudrücken. Das ist eine gute Chance, die dem DAX Platz gibt. Zyklisch betrachtet ist unser DAX trotzdem ab Freitagmittag eher so ein Kandidat, ne? Früher Nachmittag eher so ein Kandidat, der sich gerne mal wieder abdreht. Also muss man schon aufpassen, ob er das überhaupt gestanden kriegt dann hier halt, wenn er rausgeht. Ne? Kann auch passieren, dass der hier wirklich, was wir gestern gesagt haben, hier um die 65 einfach ein Hoch setzt und dann wieder wegdreht in den Montag rein. Wir schauen mal. Perspektivisch beziehungsweise trendseitig müssen wir sagen, wir haben hier eine Flagge. Auf mehreren Zeiteinheiten, die auf den kleinen Zeiteinheiten, die ist schon nach oben geberstet. Wenn das jetzt auf Stundeneinheit auch nach oben berstet, haben wir Trendfortsetzungssignale, Potenziale, die auch weit über 600 hinausgehen. Ne? So eine Welle müsste sich dann nochmal nach oben replizieren, also mal schnell sogar in so einem Bereich hier, dass wir sagen können, unser DAX kann hier nicht nur 13.800 erreichen, er kann schon 13.900 erreichen, aus der Bewegung heraus, wenn er diese Flagge bricht. Ne? Das sehen wir im Tageschart, sehen wir das noch deutlicher. Nein, im Monatschart sieht man das noch deutlicher. Denn da zeigt unsere Jahresanalyse zeigt dahin, das Allzeithoch hier oben wird eben jetzt ein Knackpunkt. Das wird wichtig, das ist ein wichtiger Widerstand. Geht da aber da drüber, gucken Sie mal, da ist nichts. Ne? Das kann relativ zügig gehen. Da haben wir hier 14.250, 14.400. Das ist ein bisschen im Hinterkopf haben. Ne? Das ist nicht zu krass dagegen stellen, falls der ausbricht. Das ist einfach. Also, ja, es ist, wir haben statistisch gesehen eher über Freitag, Montag Schwäche drin. Aber wenn hier ein Ausbruch kommt, wenn dann ein Ausbruch kommt, also dann im Zweifel erstmal mit dem Signal probieren. Wenn er das auskontert, das Signal, kann man dann immer noch wieder rausgehen. Aber wir stehen jetzt hier wirklich kurz vor einem Kaufsignal, vor einem schönen sogar. Muss nur über die 485, 500 drüber gehen, ne? Gut, okay, also wir haben gehört, die Zone ist wichtig, da gibt es Kaufsignale, wir wissen 5,30 ist wichtig, wir wissen 5,60 ist wichtig, wir wissen nach rüber ist dann die 6,20, 6,30 wichtig, wir wissen auch, geht er hier runter, verbockt er das, verbockt er den Ausbruch, wird es hier unten halt echt, ja, muss man anzählen. Unter 3,80 per Stundenschluss würde ich dann die 300 ausrufen, ich glaube, die wird dann schöner kommen, die wird dann zuverlässiger kommen, nicht so ein Gefusel hier wie am Vortag und sogar 1,70, 1,90. Na, das sind meine beiden Ziele, wenn wir jetzt einen Stundenschluss unter 3,80 kriegen sollten, wenn er das verbockt hier oben. Okay, damit können wir das zumachen. Tageschart schaut ja weiter komisch aus, na, zu zögerlich oder nicht zu zögerlich, zögerlich schaut es aus, heißt jetzt aber nicht, dass nichts kommen kann. Wir haben jetzt hier mal eine grüne Kerze gesehen, das ist die erste grüne Kerze seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen. Ja,
oberes Bollinger Band liegt momentan bei 13.560. Das könnte man dann jetzt mal anlaufen zum Freitag. Das sind ja nur 100 Punkte. Das sind nur 100 Punkte. Das ist ein Witz. Das schafft er sogar in einer Stunde. Das ist nichts. Na, von daher, das schaut erstmal noch okay aus. Stabil auf hohem Niveau. Bollinger Bänder steigen jetzt sogar. Ne? Die gleiten, ziehen sich nach oben, kriegen hier trendbestätigendes steigendes Band rein. Schaut soweit auch erstmal gut aus. Das heißt, ja, wir kriegen, ja, kriegen zunehmend positivere Signale jetzt, bessere Signallage, brauchen den Impuls, wir brauchen das Go. Ne? Dieses Triggern des Long-Signals hier, dann springt auch der Supertrend auf Rot, auf Grün. Das muss kommen. Dreht er sich um, geht er wieder runter, also dann glaube ich langsam nicht mehr dran. Ich glaube, dann wäre hier Ziel Montag 13.300. Ne? Wenn er sich zum Freitag jetzt hier zu dusselig stellt, wieder unter die 400 fällt, ich glaube, man kann sogar schon wahrscheinlich unter 13.400 dann davon ausgehen, dass das hier Richtung Montag eher Richtung 13.300 geht. Ne? Das glaube ich schon. Gut, dann jetzt hier Klappe zu, Affe tot. Machen wir das Video aus. Ich wünsche Ihnen maximal Erfolg. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Denken Sie dran, es ist Verfall. Ne? 13 Uhr, 13.30 Uhr, wo war es, wann war es? Passen Sie da ein bisschen auf, könnte gegebenenfalls vielleicht ruppig werden für den Fall, dass wir wirklich durch einen Zwang gehalten wurden, unten oder oben. Kann man beides nicht ausschließen. Könnte sich das dann nach 13 Uhr lösen. Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir haben schon mal vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren haben wir mal so einen Tag gehabt. Da war der Markt auch die ganze Woche so verklemmt, ne, so unheimlich verklemmt. Und dann kaum war der Verfall wirklich auf die Sekunde genau, haben wir eine 160-Punkte-Kerze auf eine Minute drin gehabt in den Futures. In den CFDs sind sie, glaube ich, plus 140 Punkte damals mitgenommen. Das war sehr krass. Innerhalb von einer Minute. Einfach verfallsbedingt. Ne? Also nur, dass sie das auch ein bisschen im Ohr haben. Da sind Zwänge da, die dann lösen. Muss man im Kopf haben. Muss man im Hinterkopf haben. Gut, also ich mache zu. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ciao.